zu einer neuen Nedaria-Folge, die eben erst rausgekommen ist, oder beziehungsweise heute irgendwann mal. Ich weiß ja nicht genau. Ja. Genau. Und mit meiner lieben Pudi. Hallo! Du! Der erste Auftrag. Yeah. Ich fühle Hey. mich so frisch. Was? Bitte was? Ich fühle mich Endlich hast fresh. du mal geduscht. Ich fühle mich so fresh. Nee, aber ja, egal. Ja, das sage ich später mal. Die Garde von El, oder El, ja. Du sagst auch immer El. Die Garde von El schickt dich auf deine erste Mission. Sie zählt auf deinen Erfolg. Komme, was wolle. Hier voll schön mit ein, zwei Sätzen und hier die ersten Episoden so bliblablub, bliblablub, Ohne 10. Scheiß. Und hier so richtig kurz gehalten. Soeben hatte ich erfahren, dass ich statt eines Menschen ein Fairy-Wesen war. Diese Neuigkeit hatte mich natürlich ganz schön aus der Fassung gebracht. Doch als ich mein Zimmer betrat, war das fast übergelaufen. Oh Gott, das kann nicht euer Ernst sein. Hier kann ich doch unmöglich schlafen. Bitte, German, tu doch was. Jetzt muss ich dir wieder. Oh Gott, sowas kann. Miko gesagt geben. Warte, ich habe das eine Wort vergessen. Miko gesagt, geben Zimmer. Du haben Zimmer. German mehr nicht tun. Aber, das könnt ihr doch nicht machen. Ich komme gerade erst aus der Zelle. Alter, die ist hier auch nicht bei Wünsch dir was. Ohne Witz. Die muss das damit leben, was sie bekommt. Punkt aus. Ich verlor allen Mut und diesen Oger interessiert es gar nicht. Wusstest du, dass der Vegetarier ist? Okay. Ein anderes Zimmer wollen, Miko fragen. Sie wird mir niemals zuhören. Lucy nicht mutig. Ja, ich bin ein Angsthase. Ein Schisser. Ich bin Kenton. Wenn es darum geht, Miko die Stirn zu bieten, nicht wirklich. Okay, ich gehe schon. Danke trotzdem. Vor allem dachte ich jetzt, beim Fenster, siehst du diesen Kreis da? Ich dachte, das wäre so eine G-Option. Das war richtig fail einfach. Ach ja. Ich glaube, du musst in dem Kristall sein. Ja, und das ist übrigens das Zimmer von Vaekyung. Ach, tatsächlich? Ja, vorhin stand er da so, als ich in der Pause gespielt habe, er ging in das Zimmer, wo der Bärenkopf drüber. Ah, okay. Und ich Ja, denke mal, das hier ist das von Ezreal. das ist das von Valkyon ist auch ziemlich schlicht gehalten, passend zu ihm. Ich denke mal, das ist der Fassbar. Ja, vermutlich, ne? Ziemlich pompös. Das könnte entweder Lifetime oder Miko sein, oder? Obwohl es könnte. Ja, ich denke, nee, ich denke, die pompöseste Tür ist Nefras. Ja, genau. Super, sie ist nicht da. Hey. Ei. Hey, was hast du im Kristallsaal gemacht? Auf den Kristall. Ich habe Miko gesucht. Hast du sie gesehen? Ja, sie ist gerade weggegangen. Mist. Warum wolltest du sie denn sehen? Ich habe ihr ein Anliegen vorzubringen. Ein Anliegen? Was denn für ein Anliegen? Du weißt ja, sie haben mir ein Zimmer zugewiesen. Ah, und wie ist es? Herunterkommen. Das ist kompliziert. Es gefällt mir nicht wirklich. Ja. Das Wort schon genommen. So schlimm kann es doch nicht, gar nicht sein. Lass mal sehen. Die Wände sind brüchig, der Boden dreckig und ich habe nicht mal eine Matratze. Du übertreibst. Nein, wirklich. Komm und sieh es dir selbst an, wenn du mir nicht glaubst. Das glaube ich auch. Ich führte sie zu meinem Zimmer, damit sie sich vom Ausmaß der Katastrophe selbst überzeugen konnte. Aber jetzt mal im Ernst, das Zimmer, das ist auch echt kein Zustand. Das ist echt schlimmer als die Gefängniszelle. Scheiß, da schimmeln schon die Wände. Ohne Witz. Da hätte ich auch eher die Zelle gewählt. Stimmt, es ist. Heruntergekommen. Also, auf den ersten Blick fehlen mir wirklich die Worte. Ja.
Ich verstehe jetzt, warum du mit Miko sprechen willst, aber selbst wenn ich es hinbekomme, dir einen Termin bei Miko zu Um organisieren. mit Nico zu sprechen, braucht man jetzt einen Termin? Ich glaube kaum, dass sie ein Gehör für dich schenken wird. Ich werde es trotzdem versuchen. Viel Erfolg. Miko! Noch, vor allem noch dieses erbärmliche Laken auf diesem Holzbett, als würde das irgendwas besser machen. Ohne Witz einfach. Also die Tröstdecke. Wo ist denn die Blöde? Ach, da. Bei mir war sie im Zimmer. Da ist Miko. Weißt du, Leiftan, was diese Geschichte angeht, bin ich etwas perplex. Ich auch. Wer hätte dies für möglich gehalten? Ich. Oh, schau mal, wir haben Besuch. Was willst du, Lucy? Also, Schnell, schnell, wir unterhalten uns doch gerade. da kann ich unmöglich schlafen. Es gibt nicht mal eine Matratze. Du wolltest ein Zimmer und jetzt hast du eins, oder? Jamal schläft auch ganz wunderbar ohne Matratze. Ich erinnere dich daran, dass ich deine Anwesenheit hier zwar hinnehme, aber mich nicht um dich kümmern muss. Sie bedeutete mit mir einen raschen Handbe Was? Sie bedeutete mir mit einer raschen Handbewegung zu verschwinden. Heißt das nicht deutete? Ja, ich glaube auch. Ich dachte jetzt schon, hä? Das ist auch bei dem Kappa, steht dann da auch ein gellender Schrei. Ich glaube, das sollte Grellender heißen. Verkackt. Ich habe einige Schreibfehler entdeckt. Was ist das denn für eine Welt? Ich bin allein, ich habe nicht einmal eine Matratze zum Schlafen. Mir reicht es langsam. Was reicht dir langsam? Oh. Lifetan, du bist. Ja, Lifetan, du bist. Oh, Leiter. Bist du fertig mit Miko? Ja, kann man so sagen. Also, was reicht dir so langsam? Einfach alles. Ich habe hier niemanden und man gibt mir in ein Zimmer, das noch schlimmer als die Gefängniszelle ist. Verliere nicht deinen Mut. Wenn ich du wäre, würde ich Miko nicht allein gegenübertreten. Als er das sagte, legte er mir eine Hand auf die Schulter. Ehrlich? Ja. Wenn du nicht alleine vor ihr stehst, dann hast du auch. Da. Ja, wenn du nicht alleine vor ihr stehst, hat sie größere Skrupel, dein Anliegen abzulehnen. Verstehe. Ich muss los, ich habe noch was zu erledigen. Okay, und danke. Also ich finde, Gardien ist in Episode, warte, 8 oder 9 war's. Ich glaube 8. Ich glaube sogar beide Episoden. Da war die so eine richtige Heulsoße. Die hat mich schon fast genervt. Ich glaube aber, das ändert sich noch mit der Zeit. Ich glaube, das ist auch der Sinn der Geschichte, dass man halt am Anfang noch merkt, die ist halt noch so voll das sozusagen verzogene Kind. Und mit der Zeit wird die dann immer reifer und sowas. Ja. Und selbstständiger und sowas. Also ich glaube, das ist der Sinn der Sache. Ich hoffe es, denn andernfalls werde ich auch mit der Zeit sehr genervt sein. Ich glaube, in Episode 8 oder 9 merkst du dann mal so meine Migräne, die ich hatte, als ich die französische Version gespielt hatte. Ja, also gab auch in dieser Episode gab es schon ein paar Punkte, wo ich mir so dachte, hä? Hä? Was? Wieso? Wie kann man sich so anstellen? Nee, aber auch so. Sie hat ja dann später irgendwie so ein bisschen Angst vors Wasser. Und dann habe ich mir so ein bisschen. Nee. Da war die wieder so in Gedanken versunken und oh, ich hab Heimweh und Edith. Und da dachte ich mir, Ja, aber wie gesagt, ich glaube, nein. das ändert sich noch. Ja. Weil sie muss sich einfach schon alleine ändern, weil so sonst kommt sie in dieser Welt nicht klar. Ja. Das, was nämlich auch noch Valkyon für einen Satz sagt, der das auch nochmal deutlich macht, ist, wenn du dich immer nur auf die anderen hier verlässt, kommst du in dieser Welt nicht bald. Und ich denke, das muss ich halt dann lernen. Naja. Na, Na ja, das wollte ich gerade sagen. Was? Toll. Na, sowas. Man könnte meinen, das Fräulein sei genervt. ein bisschen ja. Wieso das denn? Miko hat mir ein Zimmer zugewiesen.
Das ist wirklich nicht lieb von ihr. Was für ein gemeines Mädchen. Ezreal, kannst du auch mal Leuten ernsthaft zuhören? Ich bin nicht undankbar. Ich glaube erstens, oder? Ezreal. Was? Nichts. Lass gut sein. Ich fand das so geil. Immer so empfindlich. Was hast du denn für ein Problem mit deinem Zimmer? Es ist ganz schmutzig und verfallen. Ich habe nicht meine Matratze. Ich verstehe nicht, inwiefern mich das was angeht. Wärst du denn glücklich damit, in einem solchen Holzbett zu schlafen? Ach, das würde mich nicht weiter stören. Ich habe eine Tonne an Anti-Schmerz-Tränken vom Lager. Einfach mal so ein Fick dich. So kann man es auch lösen, ne? Allerdings gibt es dabei eine Sache, die mich dann doch stört. Ah, und das wäre? Der Gedanke daran, dass du jeden Morgen nörgelst, weil das Fräulein schlecht geschlafen hat und ihr empfindlicher Rücken wehtut. Jetzt, wo du es sagst, ich würde mir wahrscheinlich dauernd Schmerzmittel besorgen müssen. Na, sag mir Bescheid, wenn du mit Miko sprechen wirst. In Ordnung. So leicht überzeugt. Scheiße. Na, hast du dein Zimmer schon gesehen? Wie ist es eingerichtet? Hast du ein paar Bücher und was zu essen? Und sie hört nicht auf zu quasseln. Das steht nicht wirklich viel drin. Ich mag Alagia Ich total. auch und ihre Bu. Und ihre Bücher sind sowieso das. Wie meinst du das nicht viel? Ich habe keine Bücher, kein Essen, keine Matratze. Was? Du hast nicht mal eine Matratze? Du scheinst noch schockierter zu sein als ich. Das ist aber nicht sehr nett, dich in so ein Zimmer zu stecken. Finde ich auch. Wirst du mit Migo darüber sprechen? Das geht nämlich wirklich nicht, dass sie dich in so einer Situation alleine lässt. Das habe ich schon, aber sie wollte davon nichts hören. Deswegen habe ich auf den Rat von Lifetime hin versucht, so viele Leute wie möglich zu meiner Unterstützung zusammenzutrommeln. Eine wirklich gute Idee. Okay, ich musste nicht einmal Überzeugungsarbeit leisten. Sie ist wirklich lieb. Also sie ist auch ziemlich dicke mit dieser Karin. Ja, habe ich schon gehört. Und es bricht mir mein Herz, das Chrom voll auf die Idee. Alter, wir sind voll die Spoiler-Queen. Ist mir egal. Egal. Ja, es bricht mir auch das Herz. Ah, Lucy, was machst du denn hier? Bist du nicht in dein Zimmer? Nein, und ich glaube nicht, dass ich so schnell dahin zurückkehren werde. Ah, wieso das denn? Und wieso habe ich kein Buch in der Hand? Hauptsache die Pose. Scheiße, weißt du, die hätten einfach den Arm nach. Wieso hätten die nicht einfach den Arm nach unten zeichnen können? So schwer ist das nun auch wieder nicht. Da ist Es das gibt viel schwerer. ja auch diesen Blick und den Arm nach unten. Ich frage mich nur, Ja, warum er jetzt auf einmal seine Hand heben muss. Das Zimmer ist ganz dreckig und ich habe nicht einmal eine Matratze. Oh nein, das hat es wirklich. Sie hat es wirklich gewagt. Scheinbar doch. Ich mag Miku ja wirklich gern. Aber manchmal übertreibt sie es wirklich. Sie kann doch nicht so einem heruntergekommenen Zimmer unterbringen. Ich habe versucht, mit ihr darüber zu sprechen, aber sie möchte davon nichts hören. Manchmal kann sie ganz schön dickköpfig sein, aber das darfst du ihr nicht übel nehmen. Sie tut wirklich ihr Bestes, wenn sie nur will. Was willst du also tun? Wo du gerade davon sprichst, ich habe dich genau deswegen gesucht. Oh? Lifetime hat mir vorgeschlagen, dass ich mehrere Gardenmitglieder um ihre Unterstützung bitten sollte. Würdest du mir helfen? Nein. dabei helfen, mit Miko zu sprechen? Ja. Und Oh. sofort das Papierärmchen. Also, ich weiß nicht so recht, weißt du? Bitte. Einziehen. Er ist der Verräter in Eldaria-Version. Ja, ich bin gespannt. Aber okay, süß. Ja. Na gut. Danke. Verräst ist auch süß. Ja. Es war ein Schussel, aber es. Sind beides Papierärmchen. Papierärmchen for the win. Und wo ist Nevra? Weikion! Ah, Weikion, da bist du ja. Ich glaube, ich sollte ihn besser direkt um Hilfe bitten. Ich glaube nicht, dass mein Problem ihn sonderlich interessiert. Wo soll ich nur anfangen? Das Lustige ist, bei Weichern war es bisher meistens immer die goldene Mitte. Ja.
Ohne Schmarrn. Was starrst du mich denn so an? Entschuldige bitte. Nicht so schlimm. Wenn du etwas zu sagen hast, dann spuck's aus. Ich bin mir nicht sicher, ob es dich überhaupt interessieren würde. Mach's kurz. Mirko hat mir ein Zimmer mit Bett ohne Matratze gegeben. Deshalb bin ich zu ihr gegangen, aber sie wollte von dem Ganzen nichts hören. Lifetime hat mir die Idee ins Ohr gesetzt, dass ihr mir helfen könntet. Da wäre ich also. Würdest du mir helfen? Ich hab doch kurz gesagt. Entschuldige. Das ist irgendwie niedlich. Ja, das fand ich auch niedlich. So, das, vor allem, wenn er noch so lächelt. Weißt du, wenn du dich immer nur auf andere verlässt, dann bringst du es hier nicht besonders weit. Ja, danke. Schön, ne? Würdest Da du wird es mir aber wunderbar angesprochen. trotzdem bitte helfen? Ja, eine Matratze ist schließlich unerlässlich, wenn du auf einen erholsamen Schlaf angewiesen bist. Und für den Erfolg deiner Mission musst du unbedingt ausgeruht sein. Es wäre wirklich idiotisch, wenn dir eine erste Mission alleine deswegen misslingt. Danke. So, dann nur noch Nebra. War denn der bei mir vorhin? Nefra, mein Schneckchen, wo bist Der mit seiner Seite! Da ist er, ja. Lol, da war er auch bei mir. Also, gefällt dir dein Zimmer? Ich hoffe, sie haben dir ein gemütliches Bett organisiert. Ich bin da etwas wählerisch. Habe ich gerade richtig gehört? Stellt er sich gerade vor, in mein Bett zu schlafen? Kackendreist. Ja, ohne Witz. Du musst dir außerdem Bettwäsche aus Seide zulegen. Baumwolle kann ich überhaupt nicht haben. Sie kratzt so. Aber da bin ich auch so. Ich mag keine Baumwolle. Um das Bett zu beziehen, bräuchte ich zunächst einmal eine Matratze. Wie meinst du das? Na, ich habe einfach nur ein Bett, also ein Gestell. Ein Lattenrost. Nein, das Gestell. Du weißt schon, aus Holz. Du willst mir also wirklich weismachen, dass Mikro dir ein Zimmer gegeben hat, in dem ein Bett ohne Matratze steht? Habe ich denn bisher nicht die Wahrheit gesagt? Natürlich, warum sollte ich lügen? Ich wünschte, es wäre nicht die Ich Wahrheit. wünschte, ich wäre nicht die Wahrheit. Es wäre nicht die Wahrheit. Eins von den beiden war es doch, oder? Die Mitte ist richtig. Ich habe aber bewusst dann, das dritte genommen, weil das neutral ist. Dann nehme ich nochmal das dritte. Kann ich verstehen. Ja. Dann gehe ich mal davon aus, dass du dich bereits bei Miko beschwert hast. Ja, sie hat mich allerdings rausgeschmissen. Ich wollte dich fragen, ob es dir etwas ausmachen würde, mich zu begleiten und mir dabei zu helfen, sie zur Vernunft zu bringen. Warum nicht? Es käme mir schließlich auch gelegen, wenn du ein Bett hast, das seinen Namen verdient. Okay, auch wenn er mir etwas Angst einjagt, will er mir zumindest helfen. Einfach genial. Wie lange ich nämlich schon auf. Scheiße. Ja, dann geht noch. Hä? Wen habe ich denn vergessen? Chica. Die blöd. Ja, genau, Chica. Immer ist es irgendeiner, den man leicht übersieht. Nee, bei mir war es tatsächlich am Ende nur noch Weichung, glaube ich. Ja, bei mir vorhin auch. Chica! Don't hang on me! Da ist sie. Chica, da bist du ja wieder. Also, hast du ein anderes Zimmer bekommen? Nein, Miko wollte mir nicht einmal zuhören. Ah, um ehrlich zu sein, dachte ich mir so etwas schon. Ich mag Miko zwar. Ich dachte, ich hätte Kero gehört. Ja, weil der hat nämlich auch genauso angefangen. Ja. Aber wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann bringt man sie davon auch nicht so schnell wieder ab. Du solltest am besten mehrere Mitglieder der Lichtgarde darum bitten, dir dabei zu helfen, sie zu überzeugen. Ja, Lifetime hat mir dasselbe geraten. Haha, Lifetime weiß echt, wie man mit Miko umspringen muss. Er scheint in jedem Fall ein guter Beobachter zu sein. Das ist er, aber er ist auch hilfsbereit und sehr kultiviert. Ich rede sehr gern mit ihm. Du scheinst ihn wirklich sehr gern zu haben. Ja, außerdem ist er ein ganz hübscher Kerl. Wie bitte? Was?
Findest du ihn etwa nicht süß? Die nimmt auch teilweise kein Blatt vom Mund. Dazu habe ich noch keine Meinung. Er ist wirklich süß. Er ist nicht wirklich mein Geschmack. Also. Vorhin habe ich B genommen. Ich nehme jetzt mal Genommen. Stimmt, du hast noch nicht viel Zeit mit ihm verbracht. Wir reden ganz schön Quatsch, oder? ein bisschen, ja. Aber ich fand das so süß in Episode 10, glaube ich. Oder 11. Oder so irgendwo. Der war live dann so eifersüchtig. Das war so süß. Ja, jetzt so. Entschuldige, manchmal sprudelt es einfach so aus mir heraus. Oh, nicht so schlimm. Also, um zum Kühler Sound zu kommen, möchtest du, dass ich dir den Rücken stärke? Wenn es dir nichts ausmacht. Wenn ich es dir anbiete, dann weil es mich nicht stört. Okay, ja, dann würde ich dein Angebot annehmen. Endlich hatte ich alle zusammengetrommelt, um Miko gegenüber zu unterstützen. Und das alles nur für eine Matratze. Lustig, ich hatte bei demselben Satz auch Probleme. Ich betrat den Saal und machte einen entschlossenen Schritt auf Miko zu. Miko, wir müssen uns unterhalten. Was macht ihr denn bitte alle hier? Oh, verstehe schon. Sie sah uns an und schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Ihr seid gekommen, um mit mir über ihr Zimmer zu reden, was? Okay, ihr drei, ich habe schon begriffen. Sie hat euch gebeten und ihr seid weich geworden. Sie wandte sich an Maike und Azuri und Nevra. Was habt ihr denn bitte für einen Grund, diesen idiotischen Komplott zu unterstützen? Und ja, ich durchschaue sehr wohl euer kleines Spielchen. Ich habe keine Lust darauf, sie dauernd um Anti-Schmerz-Tränke bettelnd kommt oder mir die Ohren voll jabbert. Wir brauchen Das uns. hier dauert um Anti. Ja. Geil. Ich kann gut Deutsch. Wir brauchen unsere Rekruten in ihrer besten Form. Sie will mir sonst mein Bett klauen. Das ist echt. Sie will mir so mein Bett klauen. Ich tue mal so, als hätte ich nichts gehört, Nefra. Ehrlich, dieses Zimmer ist wirklich unzumutbar. Scheiße. Tut mir leid, aber es war das einzige freie Zimmer. Ich würde vorschlagen, dass du einen der Gardenanführer auswählst, der dir dein Zimmer einrichten soll. Wie meinst du das? Lucy, da ihnen so sehr daran gelegen ist, dass du es bequem hast, überlasse ich dir die Entscheidung darüber, welcher von den dreien dein Zimmer einrichten soll. Ich wiederhole nochmal, sie tragen die Verantwortung für dich. Ich darf frei wählen. Ja, zwischen Nefra, Valkyon und Ezreal. Übertrage die Aufgabe, wem du möchtest. So richtig sadistische Nein, Lauer. ich. Ohne Scheiße. So, ich habe die Macht. Ich habe nicht nach deiner Meinung gefragt. Ich hörte die Jungs hinter mir murren. Sie schienen mit dieser Entscheidung nicht einverstanden zu sein. Okay, ich muss also einen auswählen, der mein Zimmer einrichtet. Ich frage mich, wie sie es dekorieren werden. Ja, also da ich das Bild mit S so will, nehme ich den mal schon mal nicht. Auch wenn das Zimmer am schönsten, finde ich, ist. Soll ich wieder. Ach, das. Eigentlich ist es eh scheißegal. Man kriegt halt. Ja, also welches Zimmer dir Neffas und Vikings eben besser gefällt. Dann nehme ich nochmal den mal. Dann lacht er den auch so lustig aus. Ja, stimmt. Na, danke für all die zusätzliche Arbeit. Ich habe eben Vertrauen in deinen Sinn für Ästhetik. Du wirst nicht enttäuscht werden. Nun denn, es ist Zeit, sich an die Arbeit zu machen, mein Freund. Er seufzte leise, er gefolgt von den übrigen Gildenmitgliedern, Gartenmitgliedern, Willkommen bei Fairy Tail! in den Raum verließ. Ich blieb allein mit Miko zurück. Was machst du noch hier? Ich wollte gerade gehen. Ich sah zu, dass ich davon kam. Gut. Aber Miku mag ich eigentlich auch. Ja, ich mag auch, wie gesagt, Miko.
Ja, du kommst wie gerufen. Ich wollte dir dafür danken, dass du mich Miko gegenüber verteidigt hast. Keine Ursache. Wie ich schon sagte, man muss gut schlafen, wenn man seine Aufträge am nächsten Tag ordnungsgemäß erfüllen will. Und um gut zu schlafen, braucht man einen guten Ma. Nein, stopp! Erzähl mir nichts von Matratzen. Ach nein? Weißt du, es kommt mir vor, als spreche ich in letzter Zeit von nichts anderem mehr. Aber darum ging es. Als ob jetzt ein ganzer Tag vergangen Ja, wäre, ey. echt mal. Aber darum ging es doch bei deiner Bitte. Ich weiß, trotzdem hat mich diese ganze Geschichte ziemlich ermüdet. Kann ich mir vorstellen. Würde es dir also was ausmachen, das Thema zu wechseln? Nicht im geringsten. Bist du schon lange in der Garde von Eel? Ja. Okay. Einfach so, ja. Und wie lange bist du schon in Eldaria? Das war eine dumme Frage. Ich bin hier geboren. Ach ja, stimmt ja. Das hast du mir schon erzählt. Hast du Familie hier? Du beantwortest meine Frage nicht. Du willst lieber nicht darüber sprechen? Sollen wir das nochmal das Thema wechseln? Also in dieser Situation denke ich so ein bisschen an. Ja. Du weißt, was ich bestimmt denke. Ja, ich glaube ja. B. Nicht wirklich, nein. Tut mir leid. Und weg war. Wo sind meine Leute? Wo sind meine Leute? Ach, come on. Nicht wegrennen. Ich hab euch doch alle lieb. Oh, da ist Alagea. Sie spielt mit ein paar kleinen Tieren. Du bist einfach zum Anbeißen niedlich, wenn ich dich nur adoptieren könnte. Warum kannst du es denn nicht? Oh, Lucy, du hast mich erschreckt. Ups, tut mir leid. Nicht so schlimm. Ich muss mich ja idiotisch anhören, wenn ich so mit diesen knuddeligen kleinen Schmusetierchen spreche. Sie fuhr fort, das kleine Ding zu streicheln. Nein, du kannst mir glauben, ich verstehe das. Ich mag Tiere auch sehr gerne. Tiere? Wo siehst du bitte ein Tier? Du bist gut. Da sitzt doch eins direkt vor deiner Nase. Haha, nein, das ist ein Gefährte. Ich vergaß, dass du aus einer anderen Welt stammst. Ich habe gehört, dass Tiere unserer Gefährten ähneln, aber außer in GKs Büchern habe ich noch nie welche gesehen. Es gibt also überhaupt keine normalen Lebewesen hier? Und was esst ihr? Was esst ihr an Fleisch? So, nein, ich frag nicht. Ich frag nicht. Ich glaube, die essen dann wohl Gefährten. Ich finde Gefährten durchaus normal. Du bist ja auch an sie gewöhnt. Ich glaube, Gefährten ist dann einfach das Wort bei denen für Tiere. Was für Schätze bringen eure Tiere euch, was für Schätze bringen eure Tiere euch denn? Gar keine. Ein Kauknochen. Blätter, Mäuse, tote Mäuse. Aber wozu sind sie denn Nütze? Und wie bekommt ihr einen? Gibt es viele verschiedene? Meistens leisten sie uns Gesellschaft. Und wir brauchen auch keine Köder, um sie einzufangen. Wir adoptieren sie einfach. Wie viele es auf der Erde gibt. Naja, wirklich viele. Ich kann dir nicht genauer sagen. Tut mir leid. Ich verstehe. Das heißt also, Tiere sind gewissermaßen eure Gefährten, nur weniger weit entwickelt. Wenn du meinst. Und welche Art von Gefährten magst du dort am liebsten? Ich mag Vögel, ich mag Hunde, ich mag am liebsten Nagetiere, ich mag Reptilien. Ja gut. Ich sag jetzt mal aus Spaß Reptilien. Ich mag Reptilien. Ach, warum das denn? Ich finde sie süß. Das stimmt, ich mag sie auch. Außerdem sind es Wasserwesen wie ich. Wenn du Gefährten so sehr magst, wieso hast du denn keinen eigenen? Miko hat's mir verboten. Ernsthaft? Aus gutem Grund. Ja, ich schaffe es nicht, mich um ihn zu kümmern. Ich lasse ihn verhungern oder vergesse ihn. Miko kann es nicht ertragen, wenn er einen Gefährten verletzt sieht. Von daher wollte sie lieber, dass ich mich von ihm fernhalte. Einmal hatte ich sogar fast Valkyons Gefährte getötet. Diese Frau ist einfach eine Katastrophe.
Vor allem, ja, ich will gar nicht wissen, wie Valkyon da reagiert wäre, oder Ja, reagiert ist. kann Hatchet seinen vertrauten Pferden. Ja, vorhin einfach so, oh, mein Flopsilein, mein süßes kleines Flopsilein. Und ich dachte mir so, okay. Ich dachte mir so, ja, wer ist die Schönste? Und ich dachte mir so, okay. Wieder dieses Bild, wo das Vieh auf seiner Schulter sitzt und der Gefährte, das Seriphon, hat. Das war so brutal. Aber das Vieh ist wirklich mini. Ohne Witz. Das ist mehr als mini, das ist minimalistisch. Oh, wow. Was das angeht, bin ich wirklich eine Katastrophe auf zwei Beinen. Zum Glück darf ich trotzdem mit den Gefährten der anderen spielen. Fühlt sich an, als gehörten sie auch mir. Kann dir niemand beibringen, sie zu managen? Haben sie versucht. Während sie das sagte, trat sie einen Schritt zurück und zerquetschte beinahe das arme kleine Ding, um das sie sich wenige Momente zuvor gekümmert hatte. Alagea? Siehst du? Ja, das musst du nicht so sagen. Allerdings. Nun denn, ich mache mich auf den Socken. Ich habe noch eine wichtige Mission zu erfüllen. Bis später. Ah, Alagia. die süß. Die Süße war auch so eine Katastrophe einfach. Und da kommt er so wie mein bester Freund. Oh, schon mit einem Grinsen. Also da. Hey, was machst du da? Bist du nicht auf deinem Zimmer? Sehr witzig. Und nein, da bin ich nicht. Offensichtlich. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass du Neffer gewählt hast. Ach ja, warum? Er soll sich ruhig mal ein bisschen bewegen. Ich hatte allerdings auch nicht wirklich eine Wahl. Du hättest mich nehmen können. Ja, das ist wahr. Warum hast du mir diese Qual erspart? Ich wollte verhindern, dass du mir böse bist, weil ich dir diese Zusatzaufgabe aufbürde. Ich war nicht sicher, ob du Geschmack hast. Ich habe das zufällig entschieden. Okay. Ich frag die Expertin. Das erste ist tatsächlich richtig. Okay. Oh. Was, überrascht dich das? Irgendwie schon. Ich hätte dich gedacht, dass du da an mir zweifelst. Doch, tue ich. Doch, an dir auf jeden Fall. Ich glaube, es war Chica. Lucy! Ja. Lucy, ich habe dich Du gesucht. bist ja ganz außer Atem. Ja, ich wollte dir sagen, dass ich dich suche. Was? Doch. Ich bin überall umhergerannt. Bestimmt 15 Mal um das Hauptquartier herum. Man kann es auch überschreiben. Aber klar Das ist nicht lustig. Ich habe kurze Beine. Du bist doch trotzdem noch größer als ich, weißt du? Sie blies gespielt verärgert die Backen auf, dann lachte sie. Warum hast du mich gesucht? Ich habe einen Auftrag für dich. Gut, es ist nichts allzu pompöses, aber ich habe deine Fortschritte bei Miku gesehen. Und wir denken beide, dass du hervorragend dafür geeignet bist. Allerdings beunruhigte mich die Vorstellung, dich ganz allein mit dieser Mission zu betrauen. Darum hat Mi vorgeschlagen, dich in Begleitung loszuschicken. Sie redete so schnell, dass ich kaum folgen konnte. Darum habe ich dich überall gesucht und ich habe Kero getroffen. Er hat mir erzählt, dass ihr euch über Miko unterhalten habt. Und du weißt, dass er recht hat. Wir sind ja nicht oft einer Meinung, aber was das angeht, absolut. Also, um auf diese Sache mit dem Auftrag zurückzukommen und vor allem auf dieses Kappa, ich habe lange nachgedacht und ich Oh glaube. mein Gott, sie kommt ja nie zum Punkt. Hast du verstanden, was dein Auftrag ist? Ja, glaube ich zumindest. Nein, tut mir leid, ich habe zugehört, bin aber irgendwann nicht mehr mitgekommen. Ich glaube, das waren mir zu viele Informationen auf einmal. Ich glaube, C war's, oder? Nee, B. Ja, B, glaube ich. Also ich habe B genommen. Ach Mist, wenn ich erstmal angefangen habe zu reden, komme ich oft vom Chromero ins Kylasson. Du musst mir das sagen, weißt du? Ich glaube, alles war nur Traum.
Ich habe nicht gewagt, dich zu unterbrechen. Solltest du aber, das Ziel ist immerhin, dass du deinen Auftrag erledigst. Und wenn du ihn nicht verstanden hast, schaffst du das nicht. Ja, du hast recht, entschuldige. Ach, nicht doch, schon gut. Aber was, aber habe ich das richtig verstanden? Ich soll einen Kappa suchen? Was ist das? Eine Kreatur, die einem Wasservolk entstammt, Geistern, um genau zu sein. Sie sehen aus wie zweibeinige Schildkröten. Naja. Soll ich die Anweisung des Auftrags also nochmal wiederholen? Ja, ich bitte darum. Kappa sind Yokai-Wesen, also Geister, genau. Yokai! Ich werde versuchen, mich kurz zu halten und nicht abzuschweifen dieses Mal. Und du hörst aber gefälligst zu. Danke. Oh Gott, und schon wieder die mega. Ja, jetzt schon wieder Schweifsam. Uns wurde Meldung gemacht, dass ein junges Kappa im Wald verloren gegangen ist. Jemand muss es finden und zurück ins Hauptquartier bringen. Das Ziel ist, dass es so schnell wie möglich in sein Dorf zurückkehren kann. Wir können es uns nicht leisten, unsere guten Beziehungen zum Kappa-Volk aufs Spiel zu setzen. Übrigens, falls du noch nie ein Kappa gesehen hast, erwarte nicht zwangsläufig ein niedliches Tierchen. In der Regel sind sie hässlich, recht gefährlich und stinken. Es ist nicht an mir, darüber zu fachsimpeln, aber Jika, du schweißt ab. wenn doch selbst sie. Oh, Verzeihung. Nichts weiter schlimm. Ich merkte schon daran, dass ich mich gewöhnen muss. Ja. Ich muss also nur das Kappa finden und hierher zurückbringen. Ganz genau, jedenfalls fürs Erste. Aber da es dein erster Auftrag ist, würde ich dir raten, eher einen der Jungs zu bitten, dich zu begleiten. Natürlich nicht den, der sich schon um dein Zimmer kümmert. Der hat genug zu tun. Was rätst du mir? Mit wem soll ich gehen? Nun ja, Weichhorn ist ziemlich stark und wird dich anständig verteidigen können. Er ist ein herausragender Krieger, allerdings nicht sehr gesprächig. Das ahnte ich bereits. Was Elsbiel angeht, der ist eine echte Stimmungskanone. Mit ihm hast du auf jeden Fall Spaß und vielleicht kommt ihr euch ja dadurch auch ein wenig näher. Ich verstehe, dann denke ich, dass ich Weikin um Hilfe bitten werde. Ich verstehe, dann denke ich, dass ich Ezreal um Hilfe bitten werde. Ezreal, ich komme. Oh, Bro, wackel. Nun, da du dich entschieden hast, solltest du ihn suchen gehen. Ja, das mache ich. Ich hoffe, er sagt ja. Viel Glück. Ich auch, sonst frage ich wohl oder übel noch die anderen, sollte ich sie treffen. Nö. Nun denn, Kirschen. Wir müssen reden. Was? Es ist sehr schlimm. Was gibt es denn? Chica hat mir einen Auftrag erteilt. Ach ja, das hat sie mir erzählt. Du hast mir Angst eingejagt. Ich dachte schon, du hast ein ernstes Problem. Tut mir leid, ich zieh dich gerne ein bisschen auf. Aber das ist doch furchtbar ernst. Oh Gott. A? Also ich würde A nehmen, ja. Du fängst schon an, Ezreal nachzureifen. Vor allem möchte ich gerne das Kriegsbeil begraben. Nein, ich versuche mich von ihm fernzuhalten. ja. Solange du nicht wirst wie er. Aber nein, keine Angst. Ich würde den Bogen nie so weit überspannen wie er. Danke. Sag mal, Kero, du kennst doch das Ziel meiner ersten Mission. Könntest du mir damit helfen? Oh, es tut mir leid, aber das kann ich wirklich nicht. Ach ja? Ich habe Chica versprochen, den Tag mit ihr zu verbringen, um etwas zu erledigen. Und wir haben das nun schon einige Male aufgeschoben und sie braucht wirklich meine Hilfe. Ich verstehe schon, alles gut. Er scheint wirklich traurig darüber zu sein, mir nicht helfen zu können. Oh. Oh. Na gut, dann frage ich mal die Jungs. Viel Glück, ich weiß, dass du das schaffst. Das hoffe ich. Danke.